Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ja, leider konnte ich nicht viel Dein Ernst? Fängt schon gut an. Also, wir gehen zum Aufwärmen in ein 1 vs 1. Hier bin ich auch Gold 1. Deswegen, hier können wir uns mal versuchen, ein bisschen vorzuarbeiten. Das war sehr gut von ihm gemacht und sehr schlecht von mir verteidigt. Egal, erstmal aufwärmen. Ach, ein Magnet war das. War cool. Ich bin leider aktuell in Umzugsstress, deswegen gab es jetzt sogar 2 Tage lang keine Folge bei mir. Zwar nicht hintereinander. Oh, der war gut von mir gemacht. Ah, ich habe ihn gut ausgekontert. Aber irgendwie bei Rocket League, manchmal meine Maus, will ich schon sagen, mein Controller ist eben nach links gelenkt, was er gar nicht tun sollte. Okay, hat er verteidigt. Schade. Aber gut, ich mache ihm Druck. Okay, vielleicht ist er gar nicht so stark wie gedacht. Gut, ich wollte jetzt keinen Eingriff. Jetzt ist er schon wieder. Also irgendwie die Verbindung bei dem Spiel. Verdammt. Blöder Abpraller. Sehr ärgerlich. Aber warum macht der Controller das manchmal? Ja, ich wollte ja mit anderen auch aufnehmen. Oh. Und dann ging da mit dem Umzug da was schief. Woanders was schief. Also so ärgerlich. Ich hoffe, das wird sich legen. Nein, jetzt war ich verkackt. Okay, 3-1. Gar nicht geil. Okay, man wächst mit seinen Aufgaben. Er ist nicht unbesiegbar. Sehr schön. Direkt. Ich habe ihn jetzt beim Dribbeln leider gezwungen. Ich hatte kein Nitro. Habe ich gut gemacht. Aber wir sind wieder back. Gar nicht dazu kommen lassen. Nein. Nein. Oh. Gott sei Dank kein Eigentor gemacht. Bisschen Verwirrung stiften. Und gut reingemacht. Sehr schön. 3-3. Oh. Spannend. Ich habe versucht, ein bisschen Verwirrung zu stiften mit der Bande. Und dann Gott sei Dank gut an ihm vorbeigemogelt. Oh, spannend, ey. Also wirklich für das erste Match gar nicht ungeil. Und hier mache ich das. 4-3. Geil. Okay. Nein, er hat das Spiel verlassen. Ist das dein Ernst? So ein wirklich lächerlich. Also wenn du das mal sehen solltest, wenn ich es hochlade, so ein lächerlicher Spieler. Also ein bisschen Kampfwillen solltest du schon haben. Wirklich. Also die Spieler, die das machen, wirklich, ihr habt keinen Kampfwillen. Also seid doch mutig, spielt weiter, werdet besser. Nicht immer direkt, wenn es so weit Probleme gibt, aufzugeben. Also Menschen werde ich niemals respektieren können. Sorry, aber ich habe dafür keine Worte. Ist gut für mich, mein Gott, scheiß drauf. Weiter geht's. So, jetzt sind wir wieder zurück im nächsten Match. Ich hoffe, der Gegner ist motivierter. Und der war gar nicht schlecht, also wo war sein Kampfwillen? Er hat doch sogar mal mit 2 Toren, glaube ich, sogar geführt. Soll er einfach weitermachen. Und ich bin, glaube ich, jetzt sogar einen Rang aufgestiegen auf Gold 2. Heißt, das Niveau
wird jetzt auch ein bisschen stärker sein. Und das ist das Tor. 1-0, sehr schön. Ja, ich denke, weiß ich nicht. Ich glaube, dass er Potenzial hat. Ich denke, dass er nur ein bisschen gefettfingert hat bei der Aktion. Oh, das war knapp. Schön an ihn vorbei, das war ein Nitro, oh, verdammt. Schade. Ich habe es nicht geschafft, ihn irgendwie an ihn vorbei zu mogeln. Ist ja gar nicht mutig. Ich habe ein Nitro. Ich habe gehofft, dass er den nicht so weit rausspielt. Nein. Okay, das war jetzt leider in seine Karten gespielt. Ah, okay. Ah, diesen Torjubel, ganz ehrlich, bei diesem Rocket Pass fühle ich gar nicht. Ja. Ach, schade. Ich habe gedacht, er hätte ein bisschen gefettfingert jetzt. Scheiße. Okay, das war lächerlich. Nein. Ich dachte, ich spiele ihn am Tor vorbei. Nein. Okay, jetzt. Aber guck mal. Was tue ich? Ich gehe nicht raus. Ich bleibe drin. Ich werde für sowas von versuchen, den jetzt wegzumachen. Kann nicht wahr sein. Ah, jetzt habe ich schon wieder Pech, dass er besser... Oh. Nein. So, den habe ich gut gespielt. Okay, 3-2, ich bin back. Schön an ihn rübergelüpft. Das war auch mein Ziel. Und dann einfach ganz stupide das Tor irgendwie reinzumachen. Und er hat so übel gefettfingert. Das werden noch seine Kinder spüren. Okay, ich gehe davon aus, dass die Person männlich gerade ist. Aber bei Maxi kann man von ausgehen. Ist auch alles ein Spaßspruch. So, jetzt aber. Jetzt hat er ganz früh. Nein, schade. Er hat ganz schnell den Ausgleich kassiert. Das nagt natürlich an einem. Das hat er stark gemacht. Scheiße. Muss ich ihn anerkennen? Oh, nein. Hat er gut gekontert. Ich dachte, ich könnte ihn über ihn lüften. Nein, so schlecht verteidigt. 5-3. Ah, wirklich, das war schlecht verteidigt von mir. Aber gut von ihm gemacht. Mann. Ärgerlich, da sind die wirklich stärker bei sowas. Oh nein, ich habe den Nitro nicht getroffen. Hä?
Das war mein Urteil. Oh, scheiße, 3 Tore. Es ist noch möglich in 1,5 Minuten, aber das war gefettfingert. Ich muss jetzt sofort den Ausgleich schaffen. Irgendwie. Ja, verdammt. Ich habe gehofft, dass er daneben fliegt. Also, er kann nicht perfekt fliegen. Und ich mache so eine Scheiße. Okay. 6-4. 1 Minute. Komm. 30 Sekunden, 1 Tor jeweils. Komm, 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 komm. Das schaffst du, spawn dich. Halt dich an. Es ist nie zu spät. Okay, 1 Minute jetzt offiziell. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Und es war, er hat meine Niederlage besiegelt. Hätte ich ihn reingemacht. Ach, Mann. Okay. Ich hab wieder Dreck. Warte mal. Drinne, drinne, drinne. Er hat Scheiße gebaut oder er ist... Ich glaube, er ist sich sehr... siegessicher. Wenn er sich siegessicher ist, dann muss ich ihn erst recht bestrafen. Komm mal her, Freund. Also, wenn du so spielst, ne? Dann brauchst du aber auch wirklich... Oh, verdammt. Ach man, jetzt hab ich wieder... Das kann nicht wahr sein, was ist das denn? Na okay, jetzt aber... Jetzt muss ich es leider anerkennen. Ich wollte ihn so schön an der Seite anbitschen. Aber, ihr habt gesehen... Naja, keine... Kraft dahinter gehabt. Naja. Okay, leider muss ich klein beigeben. Sehr, sehr schade. Ah ja, dance wenigstens nicht. Okay, danke dir. Ich habe auch wirklich alles versucht, aber wir gehen rein ins nächste Match. Bis gleich. Komm, wir gehen rein. Wir versuchen es jetzt noch einmal 1 vs 1 zu gewinnen. Und das darf ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich bin einen Rang wieder runtergegangen. Oh nö, der ist drinnen, ne? Verdammt. Nein. Okay, das habe ich durchschaut. Den habe ich einfach an ihm vorbeigedribbelt. Da war ich einfach... Du bist so schlecht. Haben wir so einen Spieler? Ja, sei stolz auf dich. Ja und? Dann sei doch froh und besieg mich, wenn ich so schlecht bin. Wirklich, ich könnte... Wenn ich jetzt nicht auf YouTube das zeigen würde, ne? Ich würde so viele schöne Sprüche jetzt drücken. Wenn ich doch so schlecht bin, dann los, komm. Zeig. Mach es doch alles besser. Wenn ich so schlecht bin, dann kannst du mich ja besiegen. Weil wenn man eine große Klappe hat und ich gewinnen werde, was bist du dann? Dann bist du ja noch schlechter. Na komm. Mach ihn rein. Na schade, okay, ich wollte den wirklich so schön jetzt von hier reinzimmern. Ah, verdammt. Das ist schlecht. Was bist du dann?
Du bist so lächerlich, wirklich. Aber ist was, ich gehe nicht drauf ein. Das ist dann der erste, der abhaut, sobald er vielleicht ein bisschen mehr hinten liegt. Schade. Schön über ihn gehoben. Schade. Ich hab's versucht. Bei ihm will ich gar nicht so schnelle Tore. Ich will wirklich so widerliche Kacktore haben. Dass ihn dann richtig... Ah, okay. Okay, schade. Aber wenn ich so schlecht bin, müsste es 2-0 jetzt für ihn stehen. Mal Folgendes. Ah, schade. Ich dachte, habe ich mich jetzt irritieren lassen. Nein, zu hoch. Und drinne. Dock, dock. Hund, Hund, Hund. Ja und? Lucky Dog. Das sind die Menschen, die im Leben so frustriert sind, weil sie einfach nichts erreicht haben. Oder auch zur Schule gehen. Ich weiß es nicht. Schade. Ich wollte wirklich so widerlich so ein... So ein wirklich... Und, außer ab. Nein, er spielt weiter. Okay, da bleibt er wenigstens stolz. Ob ihn das aufregt, dass ich nicht drauf eingehe? Ja, okay. Hast du... Nein! Okay, warte mal, ganz kurz. Ich bin schlecht? Tore macht man so. Oh, sorry, aber der fuckt mich so hart ab. Er hat wirklich... Doc. Ey, ich habe wirklich gedacht, safe, dass der Ball von ihm drinne ist. Aber ich dachte, okay, er hat gut an mir vorbeigedribbelt. Guck mal, ich lupp den Gegner sogar. Würde er nie machen. Ah, guck. Hat er schön an mir vorbeigemogelt. Und ich kann ihn loben. Der spielt weiter. Würde er nie tun. Und warum? Weil die einfach zu stolz sind. Und? Bin ich Hund? Das Spiel verlassen? Bleibt drin. Na, schade. Also, sorry. Der macht auch Fehler, wo ich sage, ja, sag wirklich, ich bin schlecht. Guck mal, das war, gebe ich zu, war gar nicht gut von mir gemacht. Dann mach ich rein. Wo war er? Er hat aufgegeben. Er bleibt drin, weil ich glaube, er will diese Strafzeit nicht kassieren oder so, keine Ahnung. Ich fick deine Mutter jeden Tag. Du bist Pussy. Das ist... Darf ich gar nicht aussprechen, was er geschrieben hat. Aber das Schöne ist, das könnt ihr auch sehen, ihr wisst den Spielernamen. Lucky Dogshit.
Schade, ich wollte das noch hinauszögern. Da, hier, kriegst du hier. Ich werde töten deine Mutter. Da, ich lasse das so drinne, damit ihr das schön sehen könnt. Und könnt mir gerne was dazu schreiben. Na, also wirklich, da, ich zeig's weiterhin an. Ihr seht seinen Namen. Das ist lächerlich. Und ich möchte so gerne wissen, wie alt er ist. Weil wenn er im realen Leben vor einem stände, er wird sich nicht eine Sekunde trauen. Das ist leider das traurige Internetleben. Ihr habt es gesehen. Ich lasse das drinne. Ihr seht es, ne? Natürlich könnt ihr jetzt Spieler melden oder so. Soll ich ganz ehrlich? Ich melde ihn. Verbale Belästigung. Absichtlich. Was könnte man denn machen? Ja, verbale Belästigung ist ja schon... Ne? Machen wir. Y. Chatverlauf. Ja, sehr schön. Ist ja dann, ne? Und X auf abschicken. Sehr schön. So, und Leute, ich habe das noch nie gemacht. Also wirklich, ich habe noch nie einen Spieler gemeldet. Ich stehe wirklich darüber, aber ich will solchen Leuten im Internet gar nicht die Möglichkeit geben. Also wirklich, ihr habt es gesehen, es ist lächerlich. Ihr könnt mal gerne schreiben, was ihr alles so erlebt habt. Bin ich sehr interessiert, was ihr so zu berichten habt. Aber es ist wirklich eine traurige Internetwelt, muss ich wirklich sagen. Wirklich traurig. Warum tut man das? Also warum hat man da diese Befriedigung? Fast 100. Oh nein, bloß nicht. So, was haben wir denn noch an... Okay, Etappe. Da haben wir auch was. Erziele 35 Paraden. Dann haben wir bald wieder so eine Kugel. Sehr schön. Spiele ein von physisch veranstaltetes Turnier. Okay. Erhalte 10 Erfahrungsstufen. Nur noch eine. Dann habe ich auch wieder was. Und hier trifft den Ball 350 Mal in Online-Spielen. Okay. Haben wir schon viel erreicht. Sehr schön. Haben wir auch ein bisschen was geschafft. Ganz ehrlich, zum Abreagieren. Komm, gehen wir mal in ein... Ach nee, komm. Ist eine 1 vs. 1 Folge. Wir gehen nochmal rein. In 1 vs. 1. Das habe ich ja wieder gut gemacht. Jetzt bin ich, glaube ich... Ja, ich bin wieder Gold 2. Habe ich ja eben gesehen. Jetzt gucke ich einfach mal, ob ich das besser mache. Und Leute, wenn ihr solche Spieler habt, die auch so beleidigen, meldet sie einfach. Ganz ehrlich. Stimmt ein ganz kleines Kind. Hat noch nicht mal ein Schamhaar am Sack. Ist wahrscheinlich noch Jungfrau. Verdammt. Sah interessant aus. Jetzt habe ich mich aber beirren lassen. Scheiße. Also ich glaube, Gold 2 ist wirklich nichts für mich. Aber ich bin ja ein Lucky Dog. Ach stimmt, ich habe ja in der letzten Folge mein Auto ein bisschen anders aussehen lassen. Er ist vorbeigeflogen. Sehr schön. Oh, wenn ich das könnte. Nein. Dumm. Ah, 2-0. Naja. Oh, ich habe ihn gesaved. Oh, scheiße. Ich war mir so sicher. Geh rein. So verdient. Wirklich, das 1-1 habe ich mir verdient. Diese wirklich geile Rettungsaktion. Stark. freue ich mich gerade ein bisschen. Ist eine sehr intensive Folge, muss ich schon sagen. Guck mal, ich spiele lieber gegen so einen Gegner. Einfach still. Nichts sagen, alles cool. Jetzt versuche ich einen Konter, den ich auch widerlich ausspiele. Sehr schön. Freue ich mich. Gut gehalten. Schöner Konter. Vielleicht schaffe ich ja. Ich glaube, mir fehlten ja ein paar Paraden. Wäre schön. Ich bin ehrlich, bei seinem 1-0... Oh, nein. Okay, hast du gut gemacht. Auch interessanter Torjubel. Aber ich finde die Torjubel ja mega stark, wo die ganze Welt sich hier ein bisschen verändert.
Ah, sehr schön. Okay, auch wieder. Ich brauche ein Gott, das ist ein Hin und Her hier. Das war knapp. Aber ich bin ja Skip. Achso, ja, sorry. Oh mein Gott, da ist aber einer. Ungeduldig und abgefuckt. Jetzt drinne. Okay, damit habe ich, wo er 1 zur Entführung geht, nicht mit gerechnet. Komm, bleib dran. Das wäre so ein schönes Folgeende. Nein, okay, den hat der schön an mir vorbeigemogelt. Oh Mann, 4-3. Ich muss aufpassen. Er ist wirklich nicht schlecht. Hey. Oh, gut, dass ich dran kam, weil dann hätte er ihn an mir vorbei gehabt. Oh nein. 4-4. Okay, das Match wird nochmal richtig heiß und spannend. Besser an den Ball gekommen. Nein, jetzt kontert er mich aus. Verdammt. Okay, 5-4. Mann! Konzentrier dich. Okay. Hier gerade ein Tor nach dem anderen. 6-4. Komm, 1 Minute 50. Jetzt ist deine Zeit. Ich greif nicht an. Verdammt. So, jetzt muss ich schnell irgendwie... Dein Ernst? Oh, das ist wirklich ein... Oh, den habe ich geil an ihm vorbeigemogelt. Und das hast du verdient. Okay, 6-5. Komm. Sehr schön. Ja, langsam fange ich ja auch an zu dribbeln. Ah, Leute, nicht professionell, ich weiß. Verdammt. 30 Sekunden. Oh mein Gott, warum fliegt meiner so weg? Was ist das denn für ein Bug? Nein, okay, schade. Na okay. Aber ich muss jetzt leider eine Sache sagen. Nennst du mal?
Ich muss wirklich eine Sache sagen, bei dem letzten Aktion gerade, ich weiß nicht, warum ich so weit weggeflogen bin. Also es war ein bisschen Spielfehler, finde ich. Sehr, sehr schade. Ärgerlich. Jetzt bin ich wieder Liga 1. Bei Gold 2. Ah, nee, aber ich bin Gold 2 bei Liga 1. Nein, also ich bin Gold 2, Liga 1. Okay, mein Gott. Bin ich doof. Alles gut. Ich gehe zurück zum Hauptmenü. Ach, sehr ärgerlich. Das war jetzt immer ein Hin und Her. Aber ey, wir können hier wieder irgendwas abholen an Belohnung. Nehmen wir doch mal direkt mit. Okay, Währung. Noch ein Levelausstieg. Level 99 sind wir jetzt. Boah, sind diese Räder hässlich. Oh, und hier haben wir noch was. Erhalte 10 Erfahrungsstufen. Perfekt. Nehmen wir auch mit. Raketenmeister. Der Rahmen sieht gar nicht so ungeil aus. Raketenspur. Haben wir jetzt aber viel bekommen. Ansonsten haben wir jetzt hier erstmal nichts. Und ich würde mich dann jetzt von der Folge verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und falls ihr nichts verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Lasst einen Kommi da. Wie zum Beispiel mit der Situation gerade von dem Spieler. Finde ich sehr schön. Kann man ein bisschen drüber schnacken. Und ich würde sagen, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. If the sky is breaking down, if the lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall that it lies. I curse all I just look into the sky and follow the light. My fate in my own hands, game in my